Der VfL Wolfsburg befindet sich im freien Fall. Florian Kohfeldt steht doch arg unter Druck. Nun ausgerechnet am Freitagabend zu Gast beim FC Bayern München. Der FCB gewann sehr überzeugend unter der Woche am Dienstag schon gegen den VfB Stuttgart mit 5:0. Wolfsburg verlor mit 2:3 daheim gegen den ersten FC Köln. Die erste Möglichkeit hatte natürlich der FC Bayern. Robert Lewandowski aus der zweiten Reihe scheitert hier aber an Kuhn Castells, der ja ziemlich sparsam drein schaute, als das 3:2 kurz vor Schluss fiel gegen den ersten FC Köln. Hier stand er sehr früh unter Druck. Der FC Bayern machte es sehr gut, schnürte Wolfsburg ein, ließ die Wölfe nicht ansatzweise irgendwie hinten rauskommen. Und so ging es in der 6. Minute schon dahin für den VfL. 6. Minute, Robert Lewandowski mit dem 1:0. Früher Rückschlag für Wolfsburg und Florian Kohfeldt. Die Gäste kamen dann aber auch mal in die gegnerische Hälfte mit dem Ball am Fuß. Müssen jetzt auch Lukas Metscher verzichten, verletzungsbedingt. Und dann gab es auch eine Möglichkeit. Der andere Metscher, Felix, der Bruder von Lukas, der hatte heute wieder die Möglichkeit, sich in der Startelf zu präsentieren und zog hier direkt mal ab. Das war nicht so schlecht. Manuel Neuer wehrt zur Ecke ab. Aus der passierte nichts, sodass wir in die 35. Spielminute springen können. Thomas Müller auf Leroy Sané. Ging dann doch auch ein bisschen zu einfach. 2:0, knapp 10 Minuten vor dem Seitenwechsel. Ein Pass einfach mitten in den 16er. Da steht dann Sané von 3 Leuten. Ja, umzingelt wäre zu viel, denn dafür waren die Verteidiger zu weit weg. Da machen sie es dem Linksaußen etwas zu einfach. Wolfsburg kam aber nochmal vor dem Seitenwechsel. Luke Bakio. 44. Minute, 2:1. Schöner Treffer. Super platziert. Passt perfekt in den Winkel. Da kann Manuel Neuer nie im Leben etwas gegen ausrichten. Und so blieb der VfL Wolfsburg im Spiel. Nach 45 Minuten stand es nur 2:1. Der FC Bayern München machte eine gute Partie, aber hinten zeigten sie sich dann doch hin und wieder mal anfällig. Durchgang Nummer 2. Felix Metscher rauf zu Babu. Weghorst Metscher. Wieder Felix Metscher. Der hatte die besten Möglichkeiten. Knapp geht der Ball vorbei. Und falls Sie sich fragen, warum spielt denn Mbabu, linker Verteidiger? Ja, Roussillon, der ist gelb gesperrt und fehlt dementsprechend auf dieser Position. Und Otavio ja sowieso verletzt. Dann wieder die Bayern. 66. Minute. Thomas Müller testet Kuhn Castells. Der kann sich mal wieder auszeichnen. Gab doch einige Chancen. Immer so aus knapp 16, 17 Metern abgezogen. Blieb also weiterhin offen. Diese Partie nur ein Tor Vorsprung. Bayern drückte jetzt aber logischerweise auf den vorentscheidenden Treffer. Thomas Müller. Sieht Alfonso Davies. Wieder Thomas Müller. Ein Übersteiger in die Mitte gelegt zu Sané. Lewandowski. Abermals scheitert er am Keeper. Der Kohfeldt 11. Wolfsburg hatte aber nichts mehr entgegenzusetzen. Dem FC Bayern gehörten die letzten 15, 20 Minuten nahezu ausschließlich. Wir sind schon in der Nachspielzeit. Thomas Müller zu Lewandowski. Ganz unglücklich abgefälscht. Lacroix hält den Fuß rein. Robert Lewandowski profitiert davon und entscheidet damit letztendlich diese Partie. Der Ball, ja, dadurch unhaltbar abgefälscht mit der Fußsohle. Castells kann nicht mehr reagieren und der Ball schlägt ziemlich zentral ein. So endet das Spiel am Freitagabend zwischen dem FC Bayern München und dem VfL Wolfsburg mit 3:1. Verdienter Sieg, sehr guter Auftritt der Gastgeber, wobei die Gäste sich auch ordentlich präsentiert haben.